Ja, servus Leute und ein herzliches Willkommen zum Freitagsvlog. Ja, bei mir ist mittlerweile Donnerstag und ja, die letzten Tage ist nicht viel passiert. Ja, es hat wieder ein bisschen geregnet. Mal gucken, vielleicht bringe ich morgen die Kartoffeln rein. Keine Ahnung. Quatsch, morgen sage ich. Ja, also bei euch natürlich schon morgen, aber bei mir ist morgen erst Freitag. Am Samstag dann natürlich, ob ich die Kartoffeln reinbringe. Mal gucken. Zahl schmieren soll es nicht. Ja, wer sich jetzt gerade fragt, wo steckst denn du jetzt da gerade? Wir hören am Bulldog im Hintergrund und ja, lauter Bäume. Ja, ich bin in unserem Wald. Also, nein, eigentlich nicht. Moment. Jetzt bin ich in unserem Wald. Oh, ja, jawohl, toll. ja, ich stehe draußen bei dem Acker und bei unserem Wäldchen, was wir da haben. Das sind nur 0,3 Hektar oder was. Das sind ein paar Bäume, kannst du sagen. Da ist nichts dabei. Da stehen wir gerade. Ich bin nochmal mit dem Kram rausgefahren. Und ja, das wollte ich euch einmal zeigen. Hier müssen wir auf alle Fälle demnächst einmal ein wenig Holz machen. Der Käfer ist leider hinten. Es sind ein paar schöne Bäume, aber teilweise halt mit Käfer. Der Pfahl da, falls man ihn erkennt, der orange-rote, ist der Eckpfahl. Das geht hier rauf und da oben steht dann nochmal ein Pfahl, wo mein Bulldog ist. Das ist die Grenze hier drin. Die geht hier so runter. Und das Stück darüber, was, das ist unersch. Ja, da steht halt ein wenig so kleines Gemüse, das gehört raus, kaputt. Da sind kaputte Bäume, die müssen weg und da ist kaputtes Zeug. Die sind nichts geworden. Die Bergendode muss man mal abwarten, die könnte aber noch mal werden. Ja, das muss man mal sehen. Das ist wie gesagt hier unser Wäldchen. Das ist nicht groß. Ist bloß so ein ganz kleiner Zipfel. Nichts Großes dabei. Aber Arbeit hat man natürlich trotzdem. Und da werden wir demnächst rein müssen. Wie gesagt, wir haben Käferholz hin. Und das muss weg. Und Windbruch haben wir auch. Zum Beispiel dieses Dings da. Der hat leider die kleine Eiche da damit zerstört. Ja, mal gucken, vielleicht rabbelt sie sich. Wenn nicht, dann muss die auch weg. Ja, wie ich schon gesagt habe, werden wir erst einmal auslichten. Dann wird hier ziemlich Platz. Und dann muss man mal gucken. Vermutlich, wenn wir das gemacht haben, dann muss man wieder aufwaschen. Weil viel wird dann nicht mehr stehen. Ja, die Grenze geht auf alle Fälle da an dem Pfahl vor. Dann steht da vorne nochmal irgendwo ein Pfahl und dann geht sie da vorne wieder rauf. Ja, das haben wir mal hier durch. Oh, ein Wald. Ja, da steht alles Mögliche mit hin. Einiges, was wie gesagt weg muss. Die Grenze geht auf alle Fälle da innen vor und da ist noch einmal ein Pfahl. Das gehört auch noch dann auf unserer Seite hier rüber. Das ist bloß dieser kleine schmale Streifen hier, wie man sieht. Da steht so ein weißer Pfahl. Dann geht es noch ein Stück davor. Und da vorne steht dann noch mal einer. Da war zuletzt ein Warnband dran gehängt. Mal gucken, ob man ihn findet. Wo steckt er? Ups. Ja, geht hier vor. Und zum Pfahl mit dem Warnband, den ich leider nicht sehe, weil er irgendwie verschollen ist. Wo steckst du? Ach, da unten. Da ist er. Er geht da rauf, da durch, zu dem Pfahl, zum nächsten Pfahl. Das ist so ein Wäldchen. Wie gesagt, relativ klein. Es stehen ein paar Eichen drin, ein paar Buchen, Fichten und. Leider einiges, was raus muss. Ja, so sieht's aus, weil wir demnächst mal rein müssen. Vater hat schon was gesagt, da wird man Urlaub nehmen müssen dazu und dann gleich mit Häckslerei. Und alles, was nichts mehr taugt, was du als Brennholz nicht nutzen kannst, ab durch den Häcksler und weg damit. Ja, da stand mal eine große Eiche. Die musste fallen, die war kaputt. Da unten sieht man jetzt dann nochmal den Pfahl. Da. Ja, und dieser Pfahl, der markiert auch unsere Grundstücksgrenze hier. Die geht nämlich von dem Pfahl kerzengerade darauf, mehr oder minder. Also so auf den Giebel von dem Häuschen dort.
geht die Grenze. Und oben macht es dann nochmal einen Knick weg. Ja, und das ist mein Feld. Also die Wiese hier, der Löwenzahnacker, Stilllegung. Leider ein Haufen Ampfer drin und wie gesagt, eine ganze Haufen Löwenzahn. Aber dieses Stück hier ist mein Acker. Ja, da haben wir auch gesagt, da müssen wir auch auslichten. Die Bäume hängen viel zu weit raus, da geht es gerade noch. Das muss man ein bisschen plätten, aber oben, da ist es viel zu weit rausgewachsen. Ja, da ist es nichts mehr. Ja, die fetten Spuren hier, das war letztens der Fendt, den wir gehabt haben. Nein, war natürlich nicht unerfendt. Das war von einem Bekannten einer. Und den haben wir bloß mit einem Isobus nachgerüstet und einen Kallriemen getauscht. Mein Vater hat es gemacht, nicht ich. Ja, und dann haben wir eine Probefahrt gemacht, weil er den natürlich ausprobieren musste, ob irgendwas quietscht, pfeift oder sonst was. Und ja, dann waren wir da außen. Und jetzt habe ich mir gedacht, fahre ich einmal raus, jetzt finde ich den Weg noch. Dann zeige ich euch das, dann habt ihr das auch gesehen. Ja, also wie gesagt, da Windbruch und Käferbäume. Da ist die ganze Spitze weggebrochen, sehr schade. Einfach abgerissen. Blöd gelaufen. Ja, aber so ist es halt. Steckst nicht drin, kann passieren. Die Grenze geht dann hier vorne rauf. Der Pfahl da ist der Grenzpfahl, beziehungsweise der Markstab. Und dann geht die Grenze da rauf. Und wenn man es jetzt ein bisschen sichert, da ist noch ein Pfahl. Die geht da, wo das abgemäht ist, bis rauf. Macht oben einen Knick. Und da hat es dann noch so eine blöde Spitze dran. Das ist unerfällt. So, und jetzt fängt es das Regnen an. Jetzt würde ich sagen, fahren wir wieder heim. Weil sonst bin ich, bis ich daheim bin, komplett gegossen. So schräg auf das Häuschen dazu oder wie auch immer. Ja, das Eck da. Das ist mein Feld im Bettberg. Und jetzt wird es mir doch zu nass. Jetzt düsen wir heim so schnell wie es geht.
So, bin wieder zu Hause. frisch geduscht, ja. Mein Gott, sowas passiert. Wie sage ich immer, gibt ja eigentlich bloß falsche Kleidung, ne? Ich hätte es ja ahnen können, die schwarzen Wolken habe ich ja gesehen. Was soll's? Ist mal halt wieder gegossen. Also wenn ich den Regen so sehe, dann gehe ich mal schwer davon aus, ich glaube, das wird nichts mit die Kartoffeln stecken, da ist der Boden dann so nass, da schmiert wie Sau, hat keinen Sinn. Jetzt hoffe ich natürlich, dass dann wenigstens mein Plan aufgeht. Ich wollte eigentlich morgen nach dem Hufschmiedtermin, um 14 Uhr kommt der nämlich, mein Heu von meiner Bekannten holen. Bei der war ich droben. Hab eigentlich ausgemacht, vermutlich aufs Wochenende, ich melde mich aber nochmal. Wenn es aber so unbeständig ist, dann Heu auf den offenen Kipper fahren. Loses Material dazu, das muss auch nicht sein. Na, jetzt schauen wir halt einmal. Wird sich zeigen, keine Ahnung. Weiß ich auch noch nicht. Vielleicht am Samstag dann. Irgendwie so. Gut, erst einmal wieder daheim. Raus aus den nassen Klamotten. Und dann schauen wir mal weiter. So, mittlerweile ist es abends um 9. Vorhin bin ich dann ja triefnass wieder heimgekommen. Erstmal umgezogen. Dann habe ich zum Abendessen gekocht. Weil bei uns ist die Mutter momentan im Krankenhaus noch. Passt schon wieder, alles gut. Ja, auf alle Fälle jetzt mittlerweile wieder recht spät worden. 9 Uhr, muss ein Video noch schneiden. Ich habe vorhin noch schnell eingekauft gehabt. Ein bisschen was für mich noch, was ich halt so gebraucht habe. Und da ist mir eingefallen, es hat noch jemand geschrieben, was hast du eigentlich für einen Kran zu Hause? Also ist ja nicht mein Kran, ist unser Kran, hängt hier in der Maschinenhalle. Ist ein Kran für eine Belastung von 1,5 Tonnen, 1500 Kilo. Hersteller ist Stahl. Irgendwo stand das auch mal. Bitte schön, da steht's noch. Ja, ein Deckenkran, der ist montiert worden, wie die Halle gebaut worden ist. Kein Eigenbau, ist ein richtiger Kran für Gewerke. Laufkarte und. So schaut das Ding aus. Ja, ist ein bisschen erhöht worden, das Ganze mit Hülsen wegen der Hebebühne, weil die recht hoch ist. Und der hat halt hier eine ganz normale Fernbedienung dran. Heben, senken. An Feinlauf hat er nicht. Dann vor- und zurückfahren und rüber und über. Ja, das ist das ganze Ding. Mehr ist das nicht. Halt, ein ganz normaler Deckenkran, Maschinenhallenkran. Läuft, wie gesagt, da vorne auf einem Träger, kann hin und her fahren. Und hier hinten auf einem Träger kann hin und her fahren. Und den nutzen wir ja zum Beispiel, um den Flug hier rauszukriegen oder um die Sämaschine hier rauszukriegen. Weil mit der Sämaschine schaut es auch so aus, seit die Hebebühne hin ist. Die ist halt nun mal ein bisschen schmäler. Die Sämaschine hat eine Breite von 3 Metern. Arbeitsbreite sind laut 2,85 Meter oder sowas. Und ja, die passt halt da einfach nicht dazwischen durch. Ist zu knapp. Deswegen, Kran quer durch, gut ist. So sieht es aus. Ja, das ist dieses Ding. Ohne IHC und Allgäu gibt es natürlich auch noch, weil ich schon oft gefragt worden bin, sag mal, fährst du nur noch mit dem Bulldog oder was? Haben wir natürlich auch noch. Haben wir da. Ja, so viel dazu. Ja, vor einiger Zeit bin ich noch gebeten worden, ich möchte doch nochmal die Halterung von der Mähwerkswinkelverstellung vom KL300 zeigen. Ich habe das natürlich nicht vergessen, musste ich einfach ein wenig nach hinten aufschieben, hatte ich keine Zeit. Kamen so viele andere Sachen. Ich wollte es eigentlich mal draußen zeigen, wäre schöner. Aber das machen wir jetzt einfach mal für dieses Video noch. Machen wir mal Licht mit der Lampe. Das ist dieser Hebel beim KL300. Ich kann den Hebel quasi so ein bisschen nach links ziehen und kann dann in die verschiedenen Löcher hier einrasten. Kann ich jetzt natürlich nicht vorführen, weil sonst haben wir kein Licht mehr, dann seht ihr wieder nichts. Oder wir haben Licht und dann auch wieder blöd.
Ich kann den auf alle Fälle nach oben oder unten stellen. Der ist nach unten angebunden. Nicht verwundern über die dicke Schweißnaht. Die ist irgendwann in die 80er schon mal gewesen. Da war der Hebel abgebrochen. Das ist Guss. Tja, haben sie damals wieder zusammengebraten. Seitdem hält's. Also klar, wir könnten einen neuen Hebel ranbauen, aber egal. Die geht auf alle Fälle hier runter. Hoppala. Dann seht ihr den Hebel da. Quasi diesen da. Moment, seht ihr was? Wo seht ihr was? Der geht auf eine Stange, die nach vorne geht. Hier. Und die sitzt da drauf. Und wenn ich jetzt den Hebel betätige, dann schwenkt den Mähwerksbock hier entweder ein bisschen nach hinten oder eben ein bisschen nach vorne. Und so kann ich die Neigung und die Mähhöhe quasi nochmal zusätzlich einstellen. Das geht da damit. Ja, das ist das eine, worum ich gebeten wurde. Und die zweite Sache war, der Kramer hat ja einen Seilzug, quasi eine automatische Mähwerksausschaltung beim Anheben. Diesen Fußhebel, den ich zeigen wollte beim letzten Mal, da der bei der Fahrt beim Futterholen, ist dieser da. Den kann ich, wie gesagt, betätigen, runterdrücken. Geht jetzt nicht, weil natürlich jetzt das Mähwerk voll drauf liegt. Oder besser gesagt, der ganze Bock drauf ist. Ich würde normalerweise jetzt das Mähwerk mit der Hydraulik ein bisschen ausheben. Mit dem Fuß den Hebel drücken. Und dann absenken. Dann fährt mein Mähwerk quasi runter, senkt sich ab. Da ist da dann normalerweise da noch Gestänge dran. Das liegt aber alles mit in der Garage, deswegen kann ich schlecht vorführen und anbauen, nur wegen dem Zweck ist Blödsinn. Ist auf alle Fälle noch einiges an Gestängen dran und ich kann ihn hydraulisch absenken und hydraulisch ausheben. Und da ging es jetzt drum. Der hat ja eine automatische Ausschaltung, die über einen Seilzug funktioniert. Und wie funktioniert die? Auch ein wenig schlecht zu zeigen, weil hier ist ein Haufen Gedöns dran, von wegen Plane und so. Aber ich versuch's mal. Der Seilzug. Ich muss die Hände tauschen. Der Seilzug ist hier. Der geht da rein. Ist das Mähwerk quasi in der obersten Position, sieht man ja, ist hier eingeschnappt. Dann spannt es das hier nach hinten, das Seil wird angezogen. Und das Seil geht hier unter der Plane vor, zu dieser Raste. Na, da sieht man sie. Und die Raste, jetzt ist wie gesagt angezogen, drückt den Hebel nach oben. Das ist meine Mähwerkseinschaltung hier. Wenn ich den Hebel jetzt vorschiebe, kann ich ihn nicht aktivieren, weil die Raste, das ist eine Katastrophe, weil diese Raste hier zu weit oben ist, da rastet der jetzt quasi diese Nase hier, rastet da nicht ein, weil die Nase im Weg ist. Das ist blöd zu erklären. Wenn ich jetzt das Mähwerk ein Stück aushebe und dann absenke, dann klappt die Umlenkung hier oben nach vorne, weil ja das Eisen hier oben nicht im Weg ist, dann klappt es nach vorne. Das Seil wird entlastet. Und wenn es entlastet wird, dann fährt der ganze Hebel hier runter, weil da ist auch eine Feder drin. Klappt runter und ich kann mein Mähwerk ganz normal einschalten. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, hochfahre das Mähwerk, dann fährt der hier drauf. Das ist wie eine Gleitschiene. Der fährt hier oben drauf, zieht an dem Seilzug. Der Seilzug zieht hier den Hebel hoch, schiebt da den Hebel oben raus, der springt zurück, Mehrwerksantrieb aus. Ja. Das Ganze ist, wie gesagt, ein bisschen blöd zu erklären. Zeigend wäre natürlich einfacher. Ich muss mal gucken, wenn der KA15 dann dran hat. Der hat zwar keinen Seilzug in dem Sinne, aber der hat auch so eine Ausschaltung drin. Dann werde ich es da auch mal vorführen. Hier ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen dumm zu zeigen. Da ist die Plane im Weg und kein Mähwerk, nichts dran. Aber das würde, wie gesagt, dann einfach über dieses System funktionieren. Eine automatische Abschaltung, damit du Schäden vorbeugst, damit da nichts passiert.
Ich hoffe, ich konnte es jetzt einigermaßen verständlich erklären und zeigen. Ist wie gesagt ein wenig blöd mit einer Hand oder keiner Hand. Ich hätte am liebsten jetzt noch irgendwie gezeigt, aber da musst du die Taschenlampe halten, damit du überhaupt in dem Eck was siehst und in der anderen Hand die Kamera. Und ja, so ist das halt immer. Das sind diese ganz alltäglichen Dinge, mit denen wir hier kämpfen. Ja, so schaut das Ganze auf alle Fälle aus und so funktioniert es. Ja, so viel auf alle Fälle zu den aktuellen Tagesthemen. Ja, und dann bin ich noch eine Sache gefragt worden. Wo habe ich eigentlich meinen Hut her, den ich immer aufhab? Ihr meint den da. Das ist ein Hut, den habe ich mir beim Cordoncello mal gekauft. Ist ein australischer Hut, Hersteller ist Bushskins. So schaut der aus. Also groß Werbung dafür muss ich jetzt nicht machen. Brauche ich nicht, verdiene ich nichts dran. Von daher kein Werbevideo. den habe ich mir, wie gesagt, einmal gekauft. Ich glaube, der hat damals 40 Euro oder was gekostet. Das ist so ein Lederhut. Das ist so richtig festes Material, optimal. Schön, wenn du draußen bei Regen unterwegs bist oder so. Den hätte ich vielleicht vorhin aufhaben sollen, wie ich da auf dem Feld war. Bin ja ein wenig nass geworden. Ja, aber den habe ich, wie gesagt, an meinem Cordoncello gekauft, im Ladengeschäft direkt. Ist ja hier bei mir gleich ums Eck. Ist nicht weit, habe ich 15 Minuten bis hin. Von daher, ja. Damit habe ich jetzt, glaube ich, erst einmal wieder alle Fragen beantwortet. Und dann würde ich sagen, das war's für dieses Video. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Vielleicht mit Filmmaterial vom Heuholen. Jo, bis dahin, ein schönes Wochenende. Servus.